Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Und ich hatte euch ja mit dieser schönen Sicht hier entlassen, in diesen Ruinen. Und deswegen werden wir jetzt hier weiter vorstürmen. Wir müssen, um diesen Stein wieder zusammenzusetzen, einfach mal alle Teile finden. Sollte jetzt hoffentlich nicht so das Problem sein. Deswegen stürmen wir einfach mal drauf los. Mal gucken, seid was hier wachsam, bei, wenn ihr in die Krypta hinabsteigt, bei rauskommt. Immer da unten ist. Ach so, das war so ein NPC, okay. Ich dachte schon, macht ja wenig Schaden, der Gegner. Aber gut, es war jetzt einfach so ein NPC. Die machen irgendwie nicht viel Schaden, da ich ansonsten, naja, nicht so lange an einem Mob säße, glaube ich zumindest. Okay, das sind mehrere. Naja gut, was soll's. Zack. Oh, das sind einige. Das sind wirklich einige. Ach du Hilfe, du Heiliger. So, schnell heilen. Schnitt. Ach du Hilfe. Ach du Hilfe. Ja, ich weiß, woran ich gestorben bin. Das ist mir eigentlich auch egal. So, dann ziehen wir uns mal ein kleines Stückchen, ein klein wenig zurück, meine ich natürlich. Ja, es sollte ganz einfach sein. Hm? Es sagt sich so einfach. Aber es sind ja viele tot. Also von daher ist es ja nicht so das Problem. Zack. Und nochmal. Was reden die denn da bitte? Ja, ich stand da schon lange draußen. Aber egal, das interessiert ja niemanden. So, die Schulterpolsterungsgelötsteile brauchen wir eh nicht. Ah ja, hier kommen wir nicht lang. Da bleibt uns ja nichts anderes übrig, als hier drüben weiter zu gucken. Warte mal, gibt's da hinten was? Wenn nicht, dann kann ich das ja auslassen. Dann wollen wir uns mal schnurstracks hierhin begeben. Wir haben hier keine Zeit, deswegen müssen wir mal hier lang. Das hier aufsammeln. Ach nee. Ihr dort, ihr seid keine dädrische Illusion, oder? Ich brauche Hilfe. Na, was ist denn geschehen? Geht's euch gut? Ich werde es überleben. In dieser Ruine erwarten einen schlimmere Schicksale. Kampfmagier Gaston schickte uns hier runter, um die fehlenden Teile eines Steins zu holen, den er gefunden hat. Anscheinend benutzen die Goblins sie als Totems. Ich habe es geschafft, einen an mich zu bringen, aber meine Leute sind immer noch da unten. Ja, sind sie denn noch am Leben? Ja, zumindest manche. Sie gehören zur Löwengarde, so wie ich, Renard, Elise und La Roche. Als ich die Flucht antrat, haben sie noch gelebt. Ich kenne Gaston. Er hält meine Leute für entbehrlich. Ihr müsst sie bitte zurückholen. Bis sie in Sicherheit sind, bekommt von mir keiner das Fragment, das ich an mich genommen habe. Ich hole sie da raus. Ach, sehr schön. Da denkt man mal, okay, können wir jetzt einsammeln? Nein, geht natürlich nicht. Wir müssen überall mal hin. Deswegen ist das jetzt wahrscheinlich egal, in welche Richtung. Ich will zur Himmelsscherbe. Komm, schnell Himmelsscherbe. Ich will Himmelsscherben. Ich bin süchtig nach Himmelsscherben. Addicted zu Sky Shards. Deswegen schleichen wir uns mal hier lang. Und sind erstmal irre langsam, aber das ist ja eine andere Sache. Röms! Oh, die halten einiges aus, ne? Holla die Waldfee. Ach, da, ach, hier sind ja auch noch welche. Zack. Und Schnitt. Und komm, ich muss mich heilen, danke. Und, nein, Execute. Und hier nochmal den erledigen. Okay. Und Execute. Execute. Okay, ich bin... Eigentlich hätte ich doch geheilt sein müssen. Nein, die Fähigkeit ist nicht ready. Nein, falsch. Falsche Taste. Egal. Okay. Ich gehe hier falsch ran. Aber das ist ja... Das interessiert ja niemanden. Seid gegrüßt. Ich weiß jetzt auch nicht, welches Level... Also welchen Level die Gegner haben. Aber das ist ja jetzt auch egal. Was? Hier sind ja schon wieder welche. Und Schnitt. Okay, execute. Warum heilt mich das nicht? Das müsste mich doch um 15% heilen. Hallo? Irgendwas läuft hier falsch. Und Leute, liebe Entwickler, seht ihr denn nicht, dass das überdeckt wird? Das kann nicht an meinem Addon liegen. Das kann nicht daran liegen.
schnell hier vorbei. Schnell vorbei. Und schnell ducken. Nein. In Stealth gehen. Ganz einfach. Holla die Waldfee, holla die Waldfee. Die machen es einem aber auch nicht leicht, ne? So. Zack. Brems. So. Dann hauen wir mal so zu. Ja, komisch. Wenn die so zu zweit sind, dann ist das alles kein Problem. Aber ansonsten, ja, dann dauert das wohl. Naja, egal. Wie dem auch sei. Wir machen erstmal weiter. Dort vorne war noch irgendetwas. Ist hier ein Feind? Nein. Ah gut, dass es hier wenigstens noch ein paar sind. Deswegen nehmen wir uns erstmal dieses südliche Totem. Okay. Das haben wir soweit. Deswegen schon... Ah, da ist ein Feind. Und Brems! Zack! Und Schnitt! Und erstmal schön hier draufballern. Oder schön draufhalten. Keine Gnade mit den Feinden. So, du bleibst noch schön hier. Execute! Ja, wunderbar. Warum nicht immer so? Was ist das denn hier? Irgendwas Zweihändiges, was kein Mensch braucht? Na gut, einfach mal weiter gucken. Sky Shard ist geradeaus unterwegs. Geradeaus unterwegs. Na, was ist das denn für ein Deutsch? So. Der ist erledigt. Dann kommt hier noch jemand. Ach, schon wieder. Ach, schon wieder ready. Wunderbar. Na, das war jetzt sinnlos. Oh, Rams. Und down hier mit dir. Komm. Geht doch. Ah, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Alles klar. Alles klar, wunderbar. Geradeaus müsste Sky Shard sein. Kann ich den vielleicht kiten? Uff, gut. Okay, ich muss die einzeln bekämpfen. Anders geht es einfach nicht. Also, ansonsten gibt es hier ein paar Probleme. Okay. Der ist schon mal erledigt. So. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Warte mal. So, dann nehmen wir den. Ach so, die kommen mal wieder zu zweit. Alles klar. Sind ja fast so wie Frauen, die nicht einzeln aufs Klo gehen können. Moment. Ich muss doch nur mal hier ein bisschen... Danke. Ein bisschen Hilfe in Anspruch nehmen von euch. Danke. Du wirst erstmal gestunt. Na komm, mach. Worauf wartest du manchmal? Also, manchmal ist das halt komisch. Ich drücke und da passiert nichts. Also, ich kann schon reagieren in Realtime, aber das macht nichts. Das ist manchmal ein bisschen komisch. So, dann haben wir hier hoffentlich etwas, was ich einsammeln kann. Ach, natürlich nicht. Weil das Inventar mal wieder voll ist. Warum ist das Inventar voll? Das geht mal gar nicht. So, drücken wir hier mal alle Styles durch. Und down. Da kann nämlich auch der Ogre nichts ausrichten. So. Und da hinten haben wir den Sky Shard. Passen wir mal auf hier. Hier gibt es zumindest keinen Gegner. Was? Durchsuchen. Okay. Mhm. Habt ihr das durchgelesen? Alles klar. Können wir es ja wegdrücken. Nein, wie gesagt, wer es liest, der kann ja Pause drücken. So, Himmelsscherbe. Die nächste hier. Wunderbar. So, wo sind wir hier also? Die Knochenknacker-Ruinen. 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 Ist ja bald ein Zungenbrecher. Oder sowas. Okay, schaffen wir die Knochenknacker-Ruinen in diesem Part, ist die Frage. Ich denke mal nicht. Dazu ist hier zu viel Feind. Und zu wenig Aussicht auf Erfolg. Das kann ja durchaus sein. Halt, erstmal hier wieder was einsammeln. Weiter gucken wir. So. Okay, dann müssen wir gehen dort lang. Ach du Hilfe, ach du Hilfe, ach du Hilfe sind das viele. Eieieiei. Jetzt weiß man auch, warum das ein öffentlicher Dungeon ist. Damit man den eigentlich nicht alleine macht. Ich werde mich mal hier so durchschleichen. Brems! Und bam! Ach du Hilfe! Ach du Hilfe! Ich bin verlangsamt. Was ist hier los?
Und execute, komm. Ach so, war's schon? Okay. Mich hat zumindest kein anderer mitbekommen. Deswegen können wir uns hier mal langschleichen. Oh, das sieht so genial aus, ja. Also es war nicht gerade einfach. Mal gucken, welche Stufe ich bin. Stufe 18. Ich habe nie geguckt, welche Stufe die anderen waren. Ihr seid nicht echt. Das könnt ihr nicht sein. Verschwindet von hier. Ich habe keine Zeit für Illusionen. Ich soll träumen. Erstens, ich bin echt und zweitens bin ich hier, um euch zu helfen. Glaubt ihr etwa, ich wäre von gestern? Darauf falle ich nicht nochmal rein. Ihr werdet mir nicht helfen. Ihr werdet nur die Stimme zurückbringen. Bitte, lasst mich in Ruhe schlafen. So, ich werde euch nicht hier lassen oder wir werden überreden. Und zwar, Sir Edgar hat mich euch und den anderen Löwengardisten... Hat mich euch und den anderen Löwengardisten hinuntergeschickt. Er möchte, dass ihr heil zurückkommt. Das hat Sir Edgar gesagt? Ich dachte immer, er würde mich hassen. Ihr habt ein ehrliches Gesicht. Vielleicht habt ihr recht. Ich verschwinde von hier. Na siehste, geht doch. So, jetzt weg hier mit dir. Wir werden uns hier weiter durchschleichen, denke ich mal. Kann man dort runter? Ich glaube ja mal nicht. Ich glaube es ja mal nicht, aber die Aussicht ist geil. Die Aussicht ist geil, auch wenn wir dort wohl nicht runter können. Ich fand es so witzig, im Part davor dachte ich erstmal, meine Aufnahme lief nicht. Aber dann habe ich nur festgestellt, dass die Datei weiter oben im Ordner war. Weil Fraps speichert das unter ESO. Ich verstehe nicht, warum viele das mit ESO abkürzen. Das heißt TESO. Wie Elder Scrolls Online und nicht einfach nur Elder Scrolls Online. So kürzt man es richtig ab und nicht ESO. Auch wenn es manchmal auf Dings selber steht. Aber das, warum machen das die Entwickler falsch? Die macht es ja selber falsch. Na gut, wenn die Entwickler das selber falsch machen, dann macht es jeder falsch. Aber ganz ehrlich, das ist falsch. Das heißt... Ich sag ja auch nicht nur Elder Scrolls, sondern das heißt richtig The Elder Scrolls. Und deswegen... Ja, das hat so zu heißen und nicht anders. Okay. So. Ja, wie ich hier einfach mal Dinge definiere, ne? Das ist lustig, oder? Ja, ich sollte nicht im Feuer stehen, ich weiß. So. Dann machen wir dich erstmal per Stun fertig. Nein, erstmal bringen wir dich in den Stun und dann so. Wunderbar. Das hätten wir soweit. Also gucken wir. Wir müssen einmal hier lang, dann noch hier lang. Ja, das sagt euch viel, ne? Das kann ich mir vorstellen. Deswegen habe ich es auch so gesagt und nicht anders. Oh, Fröms! Down mit dir, danke. Schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Oh, na wunderbar, ich habe mal ein Viech ausgekontert. Ja, komm, tu mir nicht weh. Und Röms, down mit dir, danke. Schön, dass wir mal drüber geredet haben. Mittlere Rüstung ab. Ja, was soll's, ne? Das brauchen wir mal gar nicht. Also, hier haben wir noch zwei Dinge, die wir brauchen, machen müssen. Wie auch immer. Wir locken erstmal das Vieh hierher. Oh, zack! Und tschüss! Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, du hast... Ach nee, das sind ja noch die anderen. Der AOE-Loot sozusagen... So, dann komm mal du hierher. Was zum Geier? Ich habe euch nicht beauftragt, zweimal hier zu erscheinen. Warum seid ihr jetzt zwei? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Macht euch doch mal weg hier. So. Und komm, execute. Wunderbar. Dich stunnen wir. Ja, mach! Danke! Was? Warum? Ja. Warum auch nicht, ne? Komm, wir lassen uns gleich hier wieder resen. Also wiederbeleben. Na, damit wir wenigstens hier möglichst viel in diesem Part schaffen. Ja, komm, hier. Ja, komm. Schnell. Ich hab nicht ewig Zeit, kostet alles nur Zeit. So. Was? Was denn jetzt schon wieder? Warum bist du denn hier? Mach dich doch mal weg. Blödes Vieh. Aber so,
Weg mit dir. Okay. Achso, schon wieder so ein Gegner. Komm, weg hier. Und nochmal und nochmal. Ja, komm, lass dich töten. Danke. Geht doch. Ja, der Rest ist voll. Ich weiß. Das brauchst du mir nicht immer unter die Nase zu reiben. Wie auch immer. Zack. Ja, das war mein Sterbepart hier. Ja, komm mal ran. Und Schnitt. Tschüss. Geht doch. Warum nicht gleich so? Wir haben ein nächstes Totem, was wir aufsammeln. Wunderbar. Dann haben wir da in der Ecke noch jemanden. Und was dort hinten ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht müssen wir dort aber nochmal hin. Wenn nicht, werde ich dann nochmal hingucken. Ich muss mich selbst begraben, damit es aufhört. Die Stimme ist einfach nicht still. Ihr könnt euch nicht durch einen Steinboden graben. Doch, das kann ich. Ich muss. Ich muss mich verstecken, bis die Stimme verstummt. Ich ertrage das nicht mehr. Ihr müsst mit mir kommen. Mit euch kommen? Nein. Die Stimme sagt, dass ich das nicht darf. Sie sagt, oh nein, sie ist hier. Fort mit euch, Sterbliche. Diese Seele gehört mir. Ja, ja. Komm, träum weiter. So. Oh Gott, wie viel Schaden macht denn das? Aua! Hilfe! Was? Was ist hier Phase? Boah, wie viel hatten die jetzt abgezogen? Na holla, die Weitfee, das machen wir im nächsten Part weiter. Ja, das machen wir im nächsten Part weiter. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat dieser Part trotz der vielen Tode gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen und in diesen Knochenknacker-Ruinen wird man sich im nächsten Part wiedersehen. Ich habe zwar den Abgang gerade total vermasselt, aber egal. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.